Achso, hier ist Musik an. Ich bin Nina. Ich mich verhaspel. Entschuldigung. Ich bin Nina, wohne mittlerweile seit fast 10 Jahren in der gleichen Wohnung. Mehr habe ich vergessen. Sag ich mir das noch von vorne. Dein Alter. Ah ja, so, okay. Ich bin Nina, 30 Jahre alt und wohne mittlerweile fast 10 Jahre in der gleichen Wohnung. Also ich hatte natürlich schon viele Wohnkonstellationen in der Wohnung, von WG bis Freund eingezogen. Und dadurch ist natürlich immer viel Zeug in die Wohnung reingekommen, wenig wurde wieder mit rausgenommen. Und im Prinzip wurde die Wohnung immer voller und voller und voller. Und für mich unangenehmste Gefühl war einfach, dass ich eine wunderschöne große Wohnung habe, die ideale Wohnung, um Freunde einzuladen. Und im Prinzip man es aber nicht gerne gemacht hat oder bevor man Freunde eingeladen hat, musste man sich eigentlich eine Stunde Zeit blocken, um Sachen irgendwo in den Ecken zu verstecken. Und es ist nicht so ein schönes Gefühl, wenn man sich dann für seine Wohnung schämt. Also das größte Problem eigentlich ist, wenn man selber von sich aus die Wohnung aufräumen will, ist, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll, weil einfach, egal welchen Schrank ich aufgemacht habe, es unorganisiert war. Und ich hatte keine Vision von einem Zielbild. Und deswegen, ja, war es halt schwierig für mich. Für mich war das einfach vom Timing her perfekt, weil ich wollte sowieso mich neu in meiner alten Wohnung fühlen, ein neues Wohngefühl hier haben, was mich nicht an die alte Zeit erinnert, weil ich hier mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt habe und er dann ausgezogen ist. Das heißt, ich hatte sowieso gerade eine Phase des Wandels und mich in dieser Wohnung nicht mehr wohl gefühlt. Und deswegen hat das sehr gut gepasst. Bücher, die du hast und noch nicht gelesen hast, sind meistens ein Zeichen dafür, dass irgendwas dich daran hindert, sie zu lesen. Also zum Glück kenne ich dich sehr gut und trotzdem ist es natürlich erstmal eine Hürde, die man überspringen muss, dass man seine Schränke öffnet. Das ist ja wie sein absolut Inneres jemand anderem zu öffnen und vor allen Dingen, wenn es unordentlich ist. Es ist so ein bisschen wie, wenn man putzt, bevor die Putzkraft kommt, hätte ich am liebsten aufgeräumt, bevor du kommst. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass du mich verurteilst für meine Unordnung, sondern man hat eher in dir die Liebe für die Unordnung gespürt, dass man das gemeinsam ordentlich machen kann. Ich hatte auch Angst davor, dass es mir schwerfällt, Sachen loszulassen. Und ganz wichtig war am Anfang, wir haben uns eine Session Zeit genommen, in der du mich aufgeklärt hast über die KonMari-Methode, erstmal zu verstehen, was auf mich zukommt. Bei Papier ist es eben auch wie bei anderen Kategorien wichtig, dass du nicht Folie für Folie oder grob Ordner für Ordner, sondern dass du wirklich gewählt hast. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe extrem viel aussortiert. Also ich glaube, ich bin tatsächlich meinen halben Hausstand losgeworden. Die Angst hat sich trotzdem nicht bewahrheitet, weil ich gelernt habe, was mir wirklich wichtig ist in meinem Haushalt, was mich glücklich macht. Und all das ist auch geblieben und hat auch einen wunderschönen neuen Platz gefunden. Hat oft sogar einen viel präsenteren Platz bekommen, als es vorher angeordnet war. Und nichts davon hat mir das Gefühl gegeben, dass ich jetzt keine Hosen oder keine Socken mehr habe, sondern vielmehr weiß ich jetzt, was mir wirklich wichtig ist. Eine so schöne Erinnerung an den besten JPA. Seit wir die Wohnung gemeinsam umsortiert und umorganisiert haben, ist es tatsächlich ein vollkommen neues Lebensgefühl hier. Man kommt nicht nur selber sehr gerne nach Hause, sondern jetzt kann man bei mir jederzeit klingeln und es ist nicht peinlich, die Tür aufzumachen. Bei mir ist dann mein mittlerweile Mann eingezogen, bald kommt ein Baby dazu und jedes Mal muss man sich eben von Neuem überlegen, wo finden all diese Veränderungen Platz. Und dadurch, dass es eben man nachhaltig gelernt hat, wie man die Methode auch Jahre später anwendet,
ist es natürlich jetzt für mich eine Hilfe, dass ich in bestimmten Bereichen, ja, muss man eben alle paar Jahre vielleicht nochmal von vorne starten, und das ist okay.